Herzlich willkommen im Hausmünner Straße 8 in Herford. Beginnt, indem wir die Kinder morgens um 6.30 Uhr wecken und ein gemeinsames Frühstück in unserem Esszimmer zu uns nehmen. Während die Kinder auf öffentliche Schulen in Herford gehen, wird von unserer Ofotrophologin frisches Essen zubereitet. Sodass wir gegen 13.30 Uhr Mittag essen können. Zwischen Mittagessen und der Hausaufgabenzeit können die Kinder noch unseren Garten zum Austoben benutzen oder sich im Haus nach dem langen Schultag ausruhen. In unserem Hausaufgabenzimmer hat jedes Kind seinen eigenen Arbeitsplatz. Hier werden Schulaufgaben erledigt und Übungsaufgaben mit den Kindern und Jugendlichen erstellt. Wir bieten einige Lehrmaterialien an, sowie eine individuelle Einzelförderung, da die schulische Bildung eines der wichtigsten Ziele unseres Hauses ist. Nach der Hausaufgabenphase gibt es in unserem Haus verschiedene Freizeitmöglichkeiten. Ihr Kind wird individuell in seiner Persönlichkeit gefördert und gefordert. Fördern und fordern bedeutet für uns, mit den Kindern gemeinsam individuell zu lernen, wie zum Beispiel durch Aneignen, Weitergeben und eigenständiges Weiterdenken. Jedes Kind hat in unserem Haus ein eigenes Amt. Zum Beispiel gibt es den Mittagsdienst oder auch den Abenddienst. Unser jeweiliger Abenddienst bereitet für alle Kinder um ca. 18.30 Uhr das Abendbrot vor. Bevor unsere jüngeren Kinder um 20 Uhr ins Bett gehen, telefonieren sie noch mit ihrer Familie, gehen ihrer Körperhygiene nach und legen ihre Kleidung für den nächsten Tag heraus. Die Gute-Nacht-Geschichte wie auch das Schlaflied dürfen natürlich nicht fehlen. Um 22 Uhr ist Nachtruhe.